jedenfalls gerade total neugierig und fragen sich auch, weil das kennen sie hier noch nicht so, Hunde zu sehen. Hier gab es schon mal Lego-Statuen, aber Hunde sind natürlich noch viel begeisternder. Wie glauben Sie, dass das wirkt, dass das wirklich die Leute... Also ich glaube, wenn man Zeit mitgebracht hat, das ist in jedem Fall ein entspannender Zeitvertreib hier, ja. Und meine Kinder sind zumindest jetzt sehr ruhig. Passagiere erzählen gleich, ja, sie haben Hunde, sie reden mit uns auf Portugiesisch, Chinesisch, Albanisch. Also auch wenn wir gar nicht verstehen, was sie teilweise sagen, man merkt halt einfach, die Freude ist da und das ist halt das Schöne. Aus. Und wir achten natürlich darauf, wenn wir hier am Flughafen sind, dass die Arbeitszeit des Hundes nicht eine Stunde übersteigt. Wir machen nach einer halben Stunde eine kurze Pause. Wir achten natürlich auf die Anzeichen des Hundes. Fühlt er sich wohl, fühlt er sich nicht wohl? Und je nachdem, wie es so ist, verrichten wir hier unseren Einsatz. Der Leute, wie sie auf einen zugehen und dann sehen wir, okay, wir sprechen die Leute an, manche Leute mögen keine Hunde, ist auch verständlich, dann sieht man das an den Augen und wir gehen dann vorbei. Aber da hat man vielleicht immer die Chance, die Sonne durchkommen. Ja, ich glaube so, ja. I think it's fantastic, yeah, because I've heard about this program where the dogs are there to reduce flying stress. So, yeah, it was great to see it. I think it definitely will work. Like, who wouldn't love to see a little dog when you're getting your flight?